Verdammt, wo bin ich? Was ist mit mir passiert? Jungs, wo seid ihr? Kamikov! Glenn, was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin, dich zu sehen. Ich habe so viele Fragen. Wo sind wir? Was ist los mit uns? Was ist mit den Händen passiert? Wo ist Vlad? Glenn, beruhige dich. Lass uns dich jetzt mal zuerst hier befreien, Alter. Glenn, komm schon, Alter. Hörst du das auch? Ja, hörst du es auch? Ja, da ist deine Tür. Vlad, schau mal. Jo, Bro. Ach, was war das? Was ist das? Was ist das? Bring gleich, Kamikov, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Kamikov, er macht mir Angst. Alles warum gut, bitte Mann. Krebs? Kamikov! Beruhige dich jetzt. Ich werde dir alles erklären. Lass dich einfach befreien. Bist du schon lange bei ihm? Nein, nur eine Minute. Kann man ihm vertrauen? Ich weiß es nicht. Er scheint uns zu befreien, ja? Verdammt, Kamikov, endlich bist du nützlich. Leute, verdammt, ich habe diesen Schrank mariniert. Stand, es ist eng, ein Meter für Meter. Ich stand auf und jetzt ist es starr mit mir, so eine Art Kokon. Beruhigt euch, Jungs, ich erzähle euch alles. Anscheinend bin ich der Einzige, der sich zumindest an irgendwas erinnert hier. Ich kann mich an nichts erinnern. Also, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einem Hubschrauber geflogen bin. Dann haben die Triebwerke versagt im Helikopter und wir sind in eine Art Ozean abgestürzt. Das waren wir, die mit dem Hubschrauber aus dem Gefängnis geflogen sind und jetzt ist das Schiff gelaufen. Nein, Alter, und dann war überall Nebel. Einige Kreaturen führten mich zu irgendeinem Labor und jetzt bin ich hier. Also, bei mir scheint alles so zu sein. Meine Beine, alles ist in deinem Ort. Bist du ganz glänzig? Ja. Hörst du alles gut? Wie viele Finger? Ja, vier. Verdammt, Kamikov, irgendwas mit dir stimmt nicht. Okay, Leute, ich glaube, wir sind zurück in etwas farbigem. Und es ist gut, dass wir darin Erfahrung haben. Wir müssen einen Weg hier rausfinden und herausfinden, was los ist. Fangen wir mit diesem Video an. Und hallo an alle, mein Name ist Vlad A4, gelernt Kamikov und willkommen in den Cartoon-Welt. Also, Leute, wir müssen uns umsehen. Kamikov, du bist hier wo rausgekommen? Leute, ich weiß nicht, ich wurde hier reingeworfen. Die Tür ist geschlossen, Alter. Und was für ein Monster hat dich hier bitte reingeworfen? Wer? Ein Monster! Ich weiß es auch nicht, Jungs. Kamikov, du machst mir Angst. Mit welchem Monster hängst du da überhaupt ab? Ich weiß es doch nicht, Mann. Also, Lendig, wir beobachten ihn. Für sich wenigstens gut. Wie viele Abonnenten auf dem Kanal? 24 Millionen. Scheint richtig zu sein. Ja, ich glaube schon. Leute, schaut doch mal, da ist eine andere Tür. Also, versuche die Tür aufzudrücken. Ja! Also, was ist da? Was? Ja, kletter durch. Eine Art Safe. Hier ist ein Wohnzimmer. Wow! Eine Kabine. Oho, Leute! Oh, das sind Meeresalgen. Leute, das ist echt lecker, Alter. Leute, ich verstehe nicht, warum alles so negativ behandelt wird. Das ist sehr, sehr lecker. Klett, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er sieht so aus, als würde ihn in eine Art Meeresbewohner verwandeln. Er fängt an, Algen zu essen, die Krallen wachsen. Okay, also beruhigen wir uns. Wir müssen herausfinden, was das hier für ein Ort ist. Hier ist ein Bett, ein Safe, ein Fenster. Fenster? Schau, wo wir sind. Also sind wir eigentlich unter Wasser? Also, versuchen wir es zusammen. Wir sind in einem Helikopter ins Meer gefallen, ein paar Monster, wir sind in einer Art Unterwasserbasis, wir müssen aus einem Unterwasser-Kartonbunker oder U-Boot raus. Hier ist die Herausforderung, Leute. Das hatten wir doch nie gehabt. Aber das ist natürlich seltsam. Also Kamikov war schon immer seltsam. Aber das auf passt doch Fall. Gar nicht rein. Also, wir haben hier irgendein Safe und wir müssen ihn irgendwo öffnen. Ja, lass machen. Leute, hier ist dieses Schloss, das ihr drehen müsst und irgendwie die Nun richtig wählen müsst. Ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas öffnet. Ich habe eine Idee, Leute. Versuchen wir mal, diesen Safe zu öffnen. So, was haben wir? Was ist da drin? Wir haben hier ein Stethoskop. Woher kennst du diese Wörter? Ist nicht wichtig. Und dann haben wir noch eine Pinzette und ein Skalpell. Glendig, ich habe Filme über Raubüberfälle gesehen. Du musst irgendwie auf den Safe hören und musst es drehen, ich dann weiß, so klickst. Alles. Komm schon, ich drehe und du sagst, wenn ich aufhören soll. Komm schon. Also, ich drehe. Dreh. Oh. So, zweimal nach vorne. Eins, zwei. Aha, weiter. Also. Oh, warte, stehen bleiben. Drei, sechs. Aha, noch ein bisschen dahin. Hör auf. Also, geöffnet. Wie hat es denn manchmal funktioniert? Und das Skype wurde nicht benötigt. Lustig. Und was ist das? Schultergurte? Leg das zurück, das ist nicht deins. Das ist eine Art Kapitänskajüte. Okay, mal sehen, was im Safe ist. Fernbedienung? Ernsthaft? Vielleicht haben sie hier noch ein Tastentelefon platziert. Befinden wir uns in einer Art Vergangenheit? Wo ist neueste Telefonie? Welche Fernbedienung? Warum nicht im Paket? Ganz ruhig. Lass das uns mal ganz ruhig angehen. Also schau mal, hier der große rote Knopf. Alle sind grau, aber der hier ist rot. Drück es. Ich drücke.
Opa. Also? Komm schon, wie haben wir diesen Fernseher nicht gesehen? Der Admiral der Unterwasserbasis spricht mit Ihnen. Ja, wir sind auf einer U-Boot-Basis. Ich hatte recht. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, bedeutet das, dass Sie den Safe geöffnet und den Fernseher eingeschaltet haben? Wenn ja, bin ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Und das bedeutet, dass unsere Basis von intelligenten Unterwasserkreaturen angegriffen wurde. Und diese Kreaturen führen Experimente an Menschen durch und wollen die Menschheit versklaven. Nur du kannst sie aufhalten. Dazu müssen sie ein Versteck finden, das sich in einer Höhle am Grund des Ozeans befindet. Die Koordinaten der Höhle sind auf der Karte im Torpedoraum vermarkiert. In Ordnung, Leute. Alles passt zusammen. Wir befinden uns in einer echten Unterbasis aus Pappe. Und das Schicksal der Menschheit liegt in unseren Händen. Oder bei jedem Krallen. Mhm. Ist ganz nervös. Also, wir sollten weitergehen und wir sollten alles mitnehmen, was nützlich sein kann. Das Walkie-Talkie. Ich nehme die Skalpe. Leute, nehmt mal hier diesen Kohl, Alter. Ist es auf? Welches Kohl? Ja, eine Flasche Wasser für dich. Nein, nein, ich helfe dir, ich mach's selbst. Oh Leute, ich liebe es, die Menschheit zu retten. Also, lass uns gehen. Wow, Leute, ich sehe sowas zum ersten Mal in meinem Leben. Wunderschön. Also, die Fische schwimmen. Verdammt, schade, dass ich kein Handy dabei habe. Ich würde so ein Story auf Instagram drehen. Schönheit. Du bist selber ein Krebs. Mit wem spricht er? Geh weg von mir. Seh dich an, Alter. Du bist eine Krabbe. Spricht der mit Fischen? Kibikow. Mit wem sprichst du denn? Runter von mir. Leute, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Kibikow benimmt sich sehr, sehr seltsam. Mir scheint, dass er von Experimenten betroffen ist, die dir sehr ungeheuer auf diese Basis an ihm durchgeführt haben. Uff, Kibikow, warte. Wir sind hier, wir sind da, wir sind du. Ja, aber warum nennen sie meinen Namen? Okay, Leute, machen wir uns schneller weiter. Lassen wir nicht ablenken, Kibikow, schauen wir nicht auf. Leute, hier ist eine Tür und sie geht nicht auf. Es scheint kugelsicheres Glas zu sein. Gut, dass wir einen Skalpel mitgebracht haben. Jetzt werde ich versuchen, das Glas damit zu schneiden. Ein Skalpel ist etwas, das unglaublich scharf ist und es konnte funktionieren. Ja, okay. Ich habe getroffen, Leute. Es kommt. Ja, es kommt. Ja, eine weitere Kerbe. So. Skalpel ist genial, wie scharf. Wir müssen vorsichtiger sein. Leute, ich kann jetzt rein und die Tür öffnen. Oh. Es hat funktioniert. Sehr gut, Mann. Wahrscheinlich nehme ich das Skalpel mit. Sehr, sehr nützlich. Weißt du, was ist hier? Also Leute, ich möchte euch daran erinnern, was unser Hauptziel ist. Wir müssen den Torpedoraum finden, um die Monsterhöhle mit Torpeden zu treffen. Aber das ist wahrscheinlich kein Torpedoraum, weil es hier keine Torpedos gibt. Aber hier gibt es Dreizacke, Speere und Schränke. Mal sehen, was da drin ist. Dreizack, Speere, was gibt es noch hier? Ninjakos, Chakos, vielleicht ein Laser-Jedi-Schwert? Was noch für ein Dreizack? Was ist in dem Schrank? Also du, mit Krallen, kletter besser nicht in den Schrank. Also Kibikow, versuch es einfach, nichts kaputt zu machen. Hörst du, vielleicht können wir deine Zangen skalpieren? Nein, Leute, es scheint mir, dass ich damit ein Metallgitter schneiden kann. Das ist nützlich. Wow. Was ist also im Schrank drin? Es ist eine Tauchausrüstung. Wo soll es? Schaut, Leute, hier sind die richtigen Sauerstoffflaschen. Hier ist Sauerstoff, hier sind die Ruhe und hier ist eine Maske zum Atmen. Das ist doch nicht alles. Hier gibt es noch eine Aktentasche. Vielleicht ist da noch etwas drin? Wenn überhaupt, können wir die Dinge, die wir finden, hier reinlegen. Genau. Was ist mit der anderen Seite? Ein weiterer Rucksack. I4, schwarz. Vielleicht ist es sogar wasserdicht. Finden wir es heraus? Hier können wir die Sachen tun, die wir mittragen. Klasse. Also, was haben wir hier noch? Leute, Hilfe! Jemand hat mich gepackt! Jungs! Beruhig dich, Kibikow, beruhig dich! Sei still! Warum benimmst du dich wie ein Fisch? Ich weiß es nicht. Also, du hast dich im Netz verheddert. Nun, wie ist das möglich? Leute, bitte helft mir hier raus! Verdammt, ein großes Problem. Ruhig, Kibikow, sie werden uns hören. Wegen dir gibt es nur Probleme. Wir werden uns finden. Niemand hat dich angegriffen. Verdammt, du bist wie ein Krab. Du bist ein Mensch. Bleib doch ein Mensch, Kibikow. Komm, dein Kopf. Komm hier raus. Raus aus dem Netz. Raus aus dem Netz weg. Alter. So, und sie haben hier noch ein Hai gefangen. Schau, ist so groß wie ich. Groß, zahnig. Hast du Angst vor Hai? Also nehme ich eventuell noch diesen Speer mit mir. Achtung. Kritisch niedriger Sauerstoffgehalt. Warten Sie das Filtersystem. Also Leute, jetzt haben wir noch Belüftungsprobleme. Also, ich sehe da einen Lüftungsschacht. Einer kann reingehen und versuchen, den Filter zu wechseln.
Ich kann das machen. Oh nein, Kubikov, du musst ja die ganze Zeit beobachtet werden. Wie sollen wir dich da hinschicken? Glenn, lass mich auf ihn aufpassen und er wird unter meine Waffe sein. Und du gehst hin. Ja, es gibt sowieso nur eine Taucherausrüstung, also werde ich wohl gehen. Ja, Glenn, wir müssen uns beeilen, bevor Kubikovs Kiemen wachsen. So, also hier, halte das Funkgerät. Okay, komm schon. Ich hab eins auch mit, dann können wir kommunizieren. Also zieh deinen Tauchausdruck an. Rucksack für mich. Halt die Tauchausrüstung fest. Also, nimm die Maske. Da kommt Sauerstoff raus. Und nimm einen Speer. Plötzlich triffst du ihn. Okay, also Kubikov, dann die Lüftung mit deinen Krallen durch. Siehst du, er kann nützlich sein, wenn er will. Komm schon, Glenn. Okay. Aber wenn plötzlich er in einen Monster verwandelt, wird er es gegen uns verwenden. Kubikov, fühlst du dich noch okay? Okay, Leute, ich gehe in die Lüftung rein. Also, und ich, Kubikov, werde für alle Fälle einen Dreisack mitnehmen. Jungs, Jungs, gib mir doch besser den Rucksack. Ich werde ihn da hinten brauchen. Warte mal, da ist Wasser, ein Skalpel, alles, was zum Überleben braucht. Gib schon her, danke dir. Nun, Vlad, ich sehe die Tür zum Nebenzimmer. Lass uns herausfinden, was da draußen ist. Lass uns gehen. Aber wenn was, Kubikov, kann ich mich für mich nicht bürgern. Vlad, schau mal hier, was hier ist. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, Kubikov. Sei doch vorsichtig, wenn du nicht willst, zum Krabbenstock zu verwandeln. Nun, Vlad, komm schon, du bist der Erste. Ja, beeil dich, schnell, bevor sie sticht. Komm schon. Also. Ich bin durch. Kubikov, beeile dich. Wow, ich habe es geschafft. Puh, ich habe es endlich in den Filterraum geschafft. Es ist nur noch sehr wenig Sauerstoff vorhanden. Also, wir müssen uns beeilen, um das Problem hier zu beheben. Puh. Also, Sie haben gerade über das Walkie-Talkie gesagt, dass das Problem im Filtersystem liegt. Also müssen wir herausfinden, was der Filter ist. Oh, hier sind die Wassertanks. Mit Hilfe von Pumpen gelangt das Wasser in die Tanks. Es wird gefiltert, um es von Verunreinigungen, so wie Salzen und Metallen, zu reinigen. Danach wird das Wasser in diese Reinigungskammern gepumpt. Dabei wird Wasser durch ein elektrisches Feld oder einen Filter geleitet und dabei in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Und es hilft dabei, das Sauerstoffproblem an Bord zu lösen. Aber Sauerstoff wird nicht zugeführt. Also müssen wir den Filter ersetzen. Der Filter ist also höchstwahrscheinlich hier. Hier ist der Filter. Ja, schau, er ist komplett dreckig, Leute. Oh, er steckt in irgendeinem Schleim. Anscheinend wollten diese Kreaturen uns zu den Fischen schicken. Naja, der Filter muss ausgetauscht werden. Uah. Mal sehen, was ich in meinem Rucksack hier habe. Also wir haben Watte, vielleicht brauchen wir die, dann haben wir ein Tuch, ein Messer und natürlich eine Flasche Wasser. Also wenn wir alles zusammenfügen, erhalten wir im Grunde einen coolen Filter. Für eine Weile wird das schon sicher ausreichen. Ich hoffe, die Jungs haben schon ihren Torpedoraum gefunden, aber zuerst muss ich die Flasche erstmal leeren. Jetzt ist an der Zeit, die Flasche aufzuschneiden. Wir nehmen ein Skalpell und schneiden die Flasche auf. Sehr gut, und jetzt den oberen Teil? Es passt perfekt. Jetzt brauchen wir noch ein Filterelement, sowas wie Watte, und wir machen möglichst viel davon da rein. Und jetzt nehmen wir das Tuch. So. Und jetzt machen wir das Ganze fest damit, ganz fest. So, unser Filter ist fertig und jetzt installieren wir ihn. Fürs erste Mal sollte es auf jeden Fall reichen. Oh toll, das System funktioniert. Okay, ich muss ganz dringend die Jungs einholen. Was war das gewesen? Was war das jetzt gewesen? Jemand greift mich wohl an. Oh, schau mal, wie viel Wasser da fließt. Also, wir brauchen dringend unsere Taucherausrüstung. Verdammt, jetzt wird alles mit Wasser gefüllt werden. Ich brauche meine Taucherausrüstung. Ah, oh, die Monster greift mich da wahrscheinlich an. Also, nach und nach wird alles mit Wasser gefüllt. Tauchen ist jetzt meine einzige Hoffnung. Ich muss jetzt dringend den Jungs Bescheid geben, dass sie nicht auf mich warten sollen. Oh, schau, noch eine. Was ist, wenn ich den Dreizack nehme und ihn aufstelle? Hopp, es ist blockiert. Kubikov, komm durch. Also, da ist Dreizack, komm schon, halt durch. Es funktioniert, ich habe das Ding blockiert. Wow, Kubikov, ich bin unterwegs. Flat, Kubikov, bitte komm. Ihr müsst weiter ohne mich, over. Glenn, was ist los mit dir? Was bedeutet das? Ich werde hier überschwemmt von den Monstern. Wir haben hier eine Wand von der Basis durchbohrt. Leute, rettet euch. Und vor allem erledige ich die Aufgabe um jeden Preis, um mich zu rächen. Also, over and out. Was ist das Ende für Verbindung? Glenn, triff zurück! Glenn, was ist los mit dir? Glenn, wo bist du, Glenn? Nicht. Der Dreizack bricht! Komm schon, beeil dich! Schneller! Nein, schneller! Glenn. Schneller! Also, ich zieh den Dreizack aus und... Komm schon, kletter! Antworte! Glenn!
Wir haben verloren. Und wer ist dieser Glenn? Gebikov, das ist es. Du verwandelst schon in einen Fisch. Er riecht wie ein Fisch. Wo hast du deine Flossen? Wo hast du Kiem? Verdammt, ich bin allein. Ich hier allein. Ich bin noch mit einem echten Krabbe. Was ist jetzt zu tun? Leute, drückt auf Like, wenn euch Glenn gefallen hat. Okay, wir hoffen, dass ihm alles gut gehen wird. Nun, ihr seht so aus, dass Glenn die biologischen Grippe hat. Viel Sauerstoff. Fischshow. Ein paar Monster. Warum sitzt er da? Was für ein Ort? Subjekt Kubikov, schau! Du verwandelst dich wirklich in einen Krebs! Das ist eine Art... Was für eine Art Kapsel, Kubikov? Ich glaube, du warst da drin! Aus diesem Grund hast du jetzt Krallen! Und diese Monster wurden auf keine Weise in diesen Kapsel gemacht! Wie gruselig, schau! Diese bewegen sich da, sich... Hier sind... Du wirst bald sein, genau wie die! Kubikov, kannst du sprechen? Das war's, Kubikov ist schon sprachlos. Und was ist dieses Monster hier? Es läuft gerade ein Prozess hier. Also, was ist das für ein Knopf? Der Rauch wird abgepumpt. Das ist der Admiral, schau! Erinnert euch an das Video am Anfang mit dem Admiral, das ist er! Kampagne, die Rettung haben wir erwischt! Auch er wird bald so eine Art blaues Monster werden. Verdammt, wo sind wir hingekommen? Glenn, bist du da? Glänzt es nicht. Dieser spricht nicht. Es gibt nur Monster in der Nähe. Okay, man muss sich zusammenreißen und versuchen dringend mit dieser Kabel den umgekehrten Prozess mit Kubikov durchzuführen und ihn in einen Menschen zurückzuführen. Mal sehen, was hier ist. Okay, Kubikov steigt ein und steckt den Kopf in diesen Helm. Und ich werde danach sehen. Das ist eine Art Zapfen-Reagentgläser. Vielleicht nicht eine Anleitung, das funktioniert. Das ist deine letzte Chance, ein Mensch zu sein. Sei doch vorsichtig. Helm aufgesetzt, Brille bleibt bei mir. Setz dich hier drin. Also, wir gehen jetzt zum Tisch. Einige Bücher, Amphibian-Man, Great Encyclopedia of the Ocean. Kubikov verwandelt sich in ein Monster, weil seine DNA gebrochen ist. Seine DNA muss im umgekehrten Prozess verwendet werden, damit ein Mensch wird. Hier ist eine Art Anleitung. Wir schauen. Zwei Zapfen sprechen einer Person. Zwei Zapfen sprechen einem Fisch. Zwei Zapfen gleich Krebs. Aber verdammt, sind ja alle gleich. Wie können wir das herausfinden, welche eingreifen müssen? Leute, wie ich verstehe, müssen wir ein paar Kegel davon nehmen und sie in diesen Apparat stecken und sie. Aha, diese Kegel müssen hier reingedrückt werden. Das Gerät startet und verwandelt sich in einen Mann. Aber die Kegel sind nicht signiert. Schau. Okay, wie ein echter Pionier im echten Actionfilm müssen sie den Draht nach dem Zufallsprinzip durchtrennen. Oder besser gesagt, Zufallszapfen aufheben. Verdammt, wenn ich die falsche lege, mit Kubikov vollständig in die Krabbe verwandeln. Okay, ich habe ein paar Versuche. Also Kegel. Blaue Kegel. Verdammt, es ist nicht klar. Nehmen wir das hier. Ich füge es hier rein. Also, der zweite Kegel. Mist. Ich werde blau hinzufügen. Ich werde es versuchen. Ja, hier drüben. Und was? Arbeitet es? Etwas ist passiert. Kubikov. Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Ist jetzt was passiert bei dir, oder nicht? Kubikov. Verdammt, Vlad. Ich habe eine Flosse. Aber du hast jetzt die Stimme. Du kannst reden. Geh also zurück. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Also, Leute. Er hat jetzt eine Flosse und die Stimme zurückbekommen. Also, ich habe die DNA von Menschen und Fisch gemischt. Aha. Da braucht man zwei menschliche. Ich verstehe, wie das alles funktioniert. Es sieht so aus, als hätten sie bei dieser Erstellung einfach vergessen, die Kegel einzufärben. Also denke ich, dass die blaue Farbe, die rote Farbe ist die nahe der Krabbe, aber der weißen werden aus Kubikov einen Mann machen. Also, Hände! Kubikov hat Hände! Vlad, es hat geklappt! Die Flosse ist weg! Menschlich! Es hat endlich geklappt, Alter! Erinnerst du dich an Glenn? Ich erinnere mich. Weißt du, dass er gestorben ist? Was meinst du? Er ist gestorben, und um Sauerstoff zu geben, er funkte seinen Wasserdruck. Kubikov, hier sind wir alleine! Jetzt können wir unsere Mission definitiv nicht verfehlen! Glühbirne? Was? 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 Wer ist das? Du bist nicht echt. Ja, ich glaube dir nicht. Hier sind Monster. Beweise, dass du der Richtige bist. Ich bin echt. Komm, gib uns eine Tatsache, die nur wir drei wissen. Wir haben nie jemanden davon erzählt, aber wir weinen jedes Mal, wenn wir reingehen und sehen, dass unsere Videos von 42% der Leute ohne Abo sehen. Ja, genau. Das wissen nur wir drei. Weine nicht, Kubikov. Leute, abonniert. Wir weinen wirklich die ganze Zeit. 42% sehen zu, ohne zu abonnieren. Ha ha ha!
Okay, Glint, ich bin so froh, dass du zurück bist. Ich dachte, du wärst tot. Glint! Okay, das war's. Wir müssen die Welt retten. Und wir müssen die Höhle zerstören von diesem Monster, die alle in Monster verwandeln. Also Leute, die Tür. Los geht's. Leute, was ist denn das? Cool. Physis? Benzin? Es riecht nach Benzin, ja. Ja, machen wir eine Überprüfung. Kommt schon, Leute. Das hier ist wohl die Tankkammer. Und leider funktioniert sie nicht. Das ist sehr schlimm. Denn wir müssen ja irgendwie an die Oberfläche aufsteigen. Also Pfeifen, 4 Stück. Einige Ventile. Leute, ich habe Uranus auf das Ventil geschrieben. Bei mir steht ja Erdöl. Da steht Benzin. Benzin. Ich hab kein Benzin, du hast Erdöl. Der Motor läuft ja auf Benzin. Aber er kann es einen ungewöhnlichen Motor geben. Versuchen wir es umzudrehen, oder? Nein, wir alle nehmen ein. So ist das sicherer. Ja, wir haben ja immer Zeit zum Mischen. Du zuerst. Ja, beginnen wir mit dem Öl. Wir schleudern das Öl. Kommt etwas? Oh, schaut mal, Leute, es fängt an zu fließen. Da kommt irgendwas. Komm schon, Glenn, dreh weiter. Ich hab Angst, zu schnell zu drehen. Das Öl kommt gerade ungefiltert. Komm schon, Glenn, gib noch ein bisschen. Komm schon, mehr. Dreh, roll. Giss rein. Wie gießt das in den Motor? Schau, es kommt alles rein. Wow. So. Leute, der Motor startet nicht. Ich beginne den Uran zu drehen. Komm schon. Ich drehe. Etwas wow. Beginnt. Da kommt die grüne Flüssigkeit. Wir brauchen nicht viel Uran. Echt nicht. Okay, das reicht. Wir fühlen. Oh, hört ihr? Es fängt an zu zischen. Es beginnt zu funktionieren. Also, lasst mich versuchen, etwas Benzin zu geben. Ich drehe mich. Wow. Wir brauchen mehr Benzin. Mehr. Und noch mehr Benzin. Oh, es strömt in 2 Kanäle. Lasst uns, Kubikov. Cool. Dreh. Cool. Hier kommt der Benzin ins Spiel. In Ordnung, Leute. Hört auf. Das war's. Die Tanks sind voll. Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird. Wir sollten versuchen, es gleichzeitig dran zu drehen. So füllen wir es mit Kraftstoff im richtigen Verhältnis auf. Und dann funktioniert das vielleicht. Versuchen wir es, Alter. Nach allem, was wir verstanden haben, müssen wir zusammen drehen. Ja. Los geht's. Ja, los geht's. Los. Oh, hey, es kommt hier richtig gut raus. Uranus ist vorhanden. Benzin kommt auch langsam. Wow. Der Motor funktioniert. Ruhig, ganz ruhig. Es reicht mit dem Uran. Hör mal auf. Chill mal, Vlad. Der läuft jetzt, Jungs. Oh mein Gott, der Motor ist hier echt und es funktioniert. Okay, Leute, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen weitermachen, denn wir müssen auch die Torpedos starten. Versteht ihr? Oh, wow. Alter Verwalter. Auf geht's, Kubikov. Also ich hoffe, wir haben es gut genug getankt. Leute, was ist das für ein Zimmer hier, Alter? Stopp. Leute, ich bin auf etwas getreten. Lass dich bewegen. So, das ist eine Mine. Und du bist direkt hineingetreten. Ganz vorsichtig, wenn du jetzt eine falsche Bewegung machst. Vielleicht lasse ich einfach das Turnschuh hier und gehe weiter. Nein, Mann, der Sneaker ist viel zu leicht. Verdammt, Jungs, das ist alles weg. Wir müssen die Mine entschärfen, wie im Film. Beruhig dich, wir haben also mehrere Arten von Drähten. Wir haben einen blauen, einen schwarzen, einen orangen und einen roten. Verdammt, so. Wie wir die Routen abschneiden. Ja, das sind doch die Monster. Verdammt, Leute, was denkt ihr? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist der Blaue. Nein, wir haben Blau fast gar nichts zu tun. Man muss logisch denken. Vielleicht Orange, Mersch, Orange Lampe. Orange hat mich noch nie im Stich gelassen. Geh wir Orange, nur brennt. Wenn überhaupt, lieben wir sie. 1. Hast du schon 3 gesagt? Ich hab's schon herausgezogen. Ach was? Ach so, sag doch gleich, alles gut. Die Mine hat nicht funktioniert. Also, ich bring sie raus. In Ordnung, Jungs. Was ist das für ein Raum hier? Torpedos! Opa, Jungs, hier sind wir. Wir haben den Punkt erreicht, den wir so lange gesucht haben. Was sehen wir also? Wir sehen hier die Fächer, in welche man die Torpedos vom Start aufbewahren sollte. Und wir sehen einen Kranführer und einen Kran. Wow, Leute, hier ist ein ganzer Kommandoposten. Also halt, zurück. Es funktioniert. Also, was ist die Logik? Schwere Torpedos, sie müssen an diesen Ketten befestigt werden, damit sie zum Ausgangspunkt gelangen. Okay. Glentik, lass uns zusammen machen. Versuchen wir es anzuheben und ich werde es auf den Haken werfen. Okay, los geht's. Heb es auf, Glentik. Das ist nicht möglich. Komm schon, heb es auf. Also mehr, nur ein bisschen mehr. Du musst höher, noch höher gehen. Schneller. Das Gleiche müssen wir an der anderen Seite machen. Gib mir einen Moment. Versuch es mit dem Hebel zu drücken. Komm schon. Push. Hebel auf. Ich komm. Noch höher. Drück es. Ich drücke. Ja. Oh. Alles. Nun, Leute, soll ich es jetzt abschicken? Also, es sieht so aus, als hätten wir jetzt zentral diese Wahl gezielt. Seid ihr bereit? Ja. 1, 3. Los geht's.
Ja, jetzt kommt rein. Oh, die Rakete wurde geladen. Tolle Arbeit, Kubikov. Ja, nehmen wir die Ketten ab. Kubikov, gib die Kette zurück. Abschicken. Ein Torpedo in Startrampe. Und was weiter? Leute, ich habe einen Startknopf, aber ich brauche die Koordinaten. Ich glaube, die sind an der Wand, Glenn. Schau mal in die Karte. Oh, ja. Links ist unsere Unterwasserbasis und dort drüben rechts ist eine Höhle. 4 plus 6 plus 1,5 plus 1. Was? Und was bedeutet das? Kubikov ist ein Profi, er muss es wissen. Also noch einmal, 4 plus 6 plus 1,5 plus 1. Es kommen 752,97 heraus. Ich tippe. Willst du beim ersten Mal schießen? Wann, wenn du es vermasselt hast? Nein, die Zahlen lügen nicht. Und was haben wir da? Geh ich lieber weg. Ich auch. Schieß! 1, 3. Das Leitsystem ist defekt. Verwenden Sie das Batiskafe und installieren Sie Leuchtfeuer. Das System ist defekt. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Ich versuche es. Leitsystem ist defekt. Leute, das ist immer noch ein Torpedo, also lassen Sie nicht daran rumspielen. Ihr habt's doch gehört. Wir sollen das Batiskaf benutzen und selbst die Sender installieren. Okay, ich sehe kein U-Boot oder Leuchtfeuer. Da ist also eine Art Schließfach. Vielleicht gibt es Leuchtfeuer. Opa. Das sind meine Dinger. Mit Kabeln. Warte mal. Halt, hier. 1, 2, 3. Also, ihr nehmt es. Und jetzt, wo ist der Batiskaf? Ich denke, hinter dieser Tür. Kubikov war schon mal hier gewesen. Er weiß eine Menge. Gut, lass uns gehen. Leute, das ist das gleiche Batiskaf. Wow. Eigentlich, Leute, ist es von wem auch immer fassungslos. Boah, schau. Aber weißt du, was ich dir sagen werde? Es ist Platz nur für 2 Piloten hier drin. Aber es gibt ein Problem. Welche Art? Hier ist ein Loch. Ja, in so einem Ding kann man nicht tief auf den Grund tauchen. Schaut mal, Leute, wir haben hier so eine Pressmaschine. Es scheint so, dass das Batiskaf oft nicht funktioniert. Also, ein Knopf? Nicht draufdrücken, das ist doch für die Presse. Der wird sich doch öffnen. Okay, woher weißt du das, Mann? Ich habe solche Videos auf YouTube gesehen. Und hier stellst du ein kleines Ding und dann drückst du den Knopf und dann... Und hier, schau, da ist ein Pappschein. Daraus können wir eine Pappplatte machen und dann ein Loch flicken. Ja, komm schon. Oh, wow. Okay. Oh, ein Pappteller. Also, das macht das Loch zu. Hier ist ein Hefter. Also, komm. Für die Größe genau richtig. Also, jetzt ist doch alles ganz fest. Oh, das Ding haben wir repariert, da kommt jetzt kein Wasser dadurch. Weißt du eigentlich, was die Batiskaf ist? Mit der Hilfe des Ding kann man auf jede Tiefe tauchen, Meeresboden untersuchen und studieren. Nun was, jetzt wer von uns müssen in dieses Ding hier einsteigen und zur Höhle gehen und lassen diese Leuchtfeuer dort. Und dann bombardieren wir die Höhle. Stein, Stähle, Papier, wer reinkommt? Schere, Stein, Papier. Ich komme, ich bin zart doch da reinzukommen. Schere, Stein, Papier. Okay, Mann. Du wirst hier langweilig sein. Du nicht, ja, dann schaust du, dass hier alles in Ordnung ist, untersuchst den Raum und wir kommen zurück und beenden die Arbeit. Nun, Kubikov, komm zu mir. Das hatten wir doch nie gehabt. Dann gib mir die Leuchtfeuer. Hier, Jungs. Komm, haben wir jetzt alle 3? Ja. Okay, dann schließ es. Leute, das sieht so cool aus. Ich will so mitkommen mit euch. Kurz sagen, Glenn, du passt auf die Beißer auf und wirf schon wieder rein. Jetzt finde ich raus, wie man es fährt und los geht's. Viel Glück euch, Jungs. Glenn, ich will ihn los. Ciao. Ciao. Alle sind weggesegelt und ich gehe auch weiter. Kubikov, wir sind da. Öffne es. Wow, also laut den Koordinaten sind wir jetzt bis zum Eingang der Höhle gekommen. Schau zu, hier sind die ganzen Steine der Höhle, aber hier ist alles mit einem riesigen Stein übersetzt. Kubikov, versuch ja den Balken und den Schlips hier rum und ich werde es versuchen zur Barseite zu schieben. Komm schon. Ich krieg's nicht hin, Kubikov. 1, 2, 3. Ist das der Eingang zur Höhle? Kubikov, wir machen alles so fertig. Wir machen keinen Lärm. Wir ordnen die Backen so, dass du mir einen Punkt erreicht und schnell ins Schliff und dicken abrollen. Komm schon, du bist der Erste. Nutz. Niemand hier. Lass uns gehen. Oh, so eine riesige Höhle. Da scheint ein Weg zu sein. Also, okay, keine Zeit zum Nachdenken. Lass uns schnell arrangieren. Einer hier. Zweiter hier. Hey, halt, halt, halt. Leg es. Ruhig, was machst du? Jemand könnte hier sein. Nun, es scheint alles fertig zu sein. Lass uns rübergehen. Wer ist das hier? Kubikov, schneller, schneller. Lauf. Komm, schneller, Kubikov.
Komm, schneller, 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 schneller! Mach zu, mach zu! Schwimmen wir jetzt rum zu Glenn! Wow, Leute, ich bin in der Kapitänskajüne! Hier steht ein Stuhl zum Sitzen und das Lenkrad davor. Und dank dessen, Leute, schwimmen wir überhaupt hier herum. Und hier gibt es auch noch solche Abzugshebel. Also ich werde sie natürlich nicht zum Ende senken. Also ich stelle alles zurück. Und schau, um einfach aufzutauchen, braucht man mindestens zwei Leute. Der eine zieht den einen Hebel und der andere den anderen gleichzeitig. Und blauen und den gelben. Es ist so cool hier. Ich warte jetzt nur noch einfach auf die Jungs. Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie gelingt es, die Sender aufzustellen, damit wir das Versteck dieses Monsters endlich zerstören können. Und es endlich gelingt, uns aufzutauchen. Gabikov, schneller, 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 schneller. Warum habt ihr denn solche Angst? Den Hauptboss, er hat Bärte, Klau, ein riesige Finger. Oh. Ihr habt mich so erschreckt, Leute. Also, Gabikov, schließ die Tür ab, komm. Leuchtfeuer sind installiert. Drei Stück. Wir starten überhaupt den Rakete. Hast du das überhaupt? Ja, natürlich. Hier, komm her. Oh, ein Sessel? Ja, ja, ein Stuhl. Ich starte die Rakete in 3, 2, 1. Also, irgendwie ist nichts passiert. Ich versteh's nicht. Da ist noch ein Hebel. Probieren wir den mal gemeinsam aus. Also, Glinty, komm schon. 1, 2, 3. Ja, komm schon. Leute, das Monster ist hier zerstört. Gib mir ein 5. Das ist es. Wir sinken zum Land. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, nochmal, Leute. Wir haben diesen Planeten gerettet. Schau dir den dolchen Anstieg an. Vielleicht, vielleicht... Wer seid ihr denn? Geh weiter, geh weiter. Bewegt euch da vorne mal. Was ist los? Was ist los? Und ich will einen Anwalt. Lass mich gehen! Was ist hier passiert? Was war das denn gerade? Was war das gewesen, Mann? Wir müssen uns einen Plan einfallen lassen, um sie zu retten. Hallo zusammen, mein Name ist Lara 4, Sergei. Sie haben uns in diese Zelle gesteckt. Wir haben absolut keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Warum werden wir überhaupt verhaftet? Warum nicht Glenn? Warum nicht Kobyakov? Sie werden verdächtig, Likes und Follower zu fälschen. Betrug! Was zur Hölle? Sergei, beweise ihm! Ja, so etwas können wir nicht tun. Die Abonnenten machen das. Das werden die Untersuchungen zeigen. Okay, wir benutzen nur so keine Bots, dass wir bald rausgehen. Aber es gibt ein Aber. Unsere Ausrüstung ist schwach und alt und es wird 30 Tage dauern. Was? 30 Tage? Und wer wird die Videos posten? Nerv mich nicht, Mann! 30 Tage? Nein, 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 30 Tage halte ich nicht aus. Beruhig dich, Vlad. Glenn und Kobyakov werden sich bestimmt etwas einfallen lassen. Glenn und Kobyakov? Sie werden niemals hierher kommen. Die einzige Möglichkeit ist zu fliehen. Wenn man ein Roomtour hier macht, wird es die langweiligste Roomtour des Landes sein. Eisenklo, zwei super unbequeme Liegen mit zwei super schicken Matratzen. Seht euch das an. Wie kann man da überhaupt schlafen? Und was ist das? Und was zum Teufel ist das denn? Und ein Tisch. Oh, wenigstens sind die Decken sauber. Neu. Ja, wenigstens haben sie sich um das gekümmert. Wie auch immer, Sergei, geh jetzt und ich schlaf hier unten. Was meinst du? Ich will auch unten schlafen. Ich will es und du willst es, also müssen wir es irgendwie lösen. Mit Schillestein und Papier, komm schon. Nee, ich habe eine bessere Idee. Welche? Ich zeig's dir. Ein Stück Klopapier für dich und ein Stück für mich. Jetzt pass auf, halt es an die Wand und puste drauf. Und wer am längsten hält, schläft in der unteren Liege. Du hast absolut keine Chance. Ich bin ein paar Zentimeter größer als du und meine Lungen sind ja auch ein bisschen größer. Soll es heißen. Ich habe bereits Luft aufgenommen. Ich hab gewonnen. Nimm jetzt die obere. Hey, Blogger, raus hier. Anwälte wollen euch sehen, ihr habt 5 Minuten. Was denn? Anwälte? Anwälte? Das ging ja keine Chance. Was macht ihr denn hier? Vlad, sei still. Wir sind Anwälte. Wir sind hier, um euch zu retten. Ah. Also, hört gut zu. Wir haben nicht viel Zeit, aber wir haben den Grundriss des Gefängnisses geprüft und wissen, wie wir euch bei der Flucht helfen können. Es gibt viele unterirdische Gänge und Keller mit geheimen Durchgängen. Es gibt ein paar Schwachstellen in eurer Zelle, wie die Wand auf der Nordseite. Da gibt es einen Durchgang, Leute. Denkt daran. Oh. Und wie finden wir heraus, wo die Nordseite ist? Ja, wie? Wir haben doch keinen Kompass. Oder? Ganz ruhig, Vlad, wir kommen in ein paar Stunden. Wir haben uns für alles gekümmert, wirklich. Haltet
durch, Jungs. Ihr schafft das, ihr schafft das. Wir versuchen jetzt, ihnen die Sachen zu übergeben, die bei der Flucht ihnen helfen. Passt nur auf, dass die Wärter nichts ahnen, Leute. Lass uns gehen. Los geht's. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Für wen ist die Tasche hier? Also für den Herrn Sigay und für den Vlad-Papier. Ah, für die Blogger da. Ja. Ja, unsere Kinder. Und wer sind sie für sie denn? Wir sind ihre Eltern. Ich bin Michael und das ist die Mutter Clara. Weine bitte nicht, alles ist in Ordnung. Wir haben ihnen etwas zu essen gebracht, was sie sehr mögen, bitte. Ja. Sie haben nichts Verbotenes mitgebracht. So, nein, auf gar keinen Fall. Oh, lass sie mich mal nachschauen. Oh, es scheint nichts Verdächtiges zu sein. Es riecht gut, in Ordnung. Ich werde es an einen Dummkopfen übergeben. Danke, vielen Dank. Komm, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Na, habt ihr Hunger? Natürlich habe ich das. Eure Eltern haben euch etwas zu essen mitgebracht. Eltern? Eltern, ja. Ah ja, die Eltern, ja, ja. Und was haben sie uns mitgebracht? Hausgemachte Jufka. Was für tolle Eltern haben wir doch, nicht wahr? Hier, bitte sehr. Guten Appetit. Krass, die Jungs haben das toll gemacht. Ich hoffe, sie haben etwas Interessantes mitgebracht. Ja, okay, hier gibt's zwei Döner. Zwei Dosen mit Eintopf. Richtig. Salz, Zwiebeln, Milch, Buchweizen und drei Bananen. Keine Werkzeuge? Nee, ich seh's nicht. Ja, wie sollen wir denn da rauskommen? Ich hab dir doch gesagt, die werden uns nicht helfen können. Na gut, dann. Ich schlage vor, wir essen eine Kleinigkeit. Na, schau, schau mal. Mm. So saftig. Das muss eine Menge Fleisch drin sein. Schau, das ist mein Döner. Okay, ich dreh's auf. Oh, das ist doch ein Döner. Woanders, du wohl her. Ich glaube, ich hab's. Die Jungs haben in den Döner und Sachen reingelegt, mit denen wir rauskommen können. Lass, pack's aus. Also gut, was hab ich? Was hab ich? Ich glaube, ich habe eine Karte. Das ist die Tür unserer Liga. Oh, schau dir diesen Tunnel hier an. Wenn ich mich nicht täusche, ist dieser Tunnel direkt hier hinter diesem Tisch. Schieben wir das. Ganz ruhig. Wow, lass mich durchgehen. Da ist die Fliegerin drin. Aber wir schauen mal diese Tür auf. Und vielleicht ist noch etwas in dem Kohl. Der Schlüssel, Vlad, der Schlüssel. Versuch's. So. Sigi, bleib hier, wenn ich die Platte abschaue. Vlad, beeil dich! Komm schon! Ich dreh, ich dreh, ich dreh! Okay. Sigi, hier ist ein riesiges Durchgang, komm her! Sigi! Mist, das ist eine Art Gittertür. Das gab er auf dem Plan nicht. Hier ist es so, als wäre es vorbei. Was soll die ganze Aufregung da, ey, YouTuber? Zurück, schneller, schneller, schneller! Zurück, 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 schnell, schnell! Was soll der ganze Lärm? Hier ist absolut nichts. Sie haben sich das bloß eingebildet, Chef. Wir haben hier absolut nichts. Hier ist es alles in Ordnung. Irgendwie sieht ihr verdächtig aus, ey. Nein, wir haben nur Mittag gegessen. Also bitte rück an die Wand, sofort. Bitte? Okay, lass uns deine Zelle überprüfen. Wenn ich etwas Verbotenes finde, kommt ihr in die Isolationszelle, okay? Okay, hier ist alles in Ordnung. Hier ist auch nichts. Sie machen sich im Lust nervös. Sie haben hier ganz ruhig gegessen einfach. Alles scheint in Ordnung zu sein. Oh, was ist denn mit eurem Tisch so schief, hä? Wir haben es einfach mit dem Essen übertrieben. Warum bist du denn so schwer, hä? Seid ihr gerannt? Herr Wärter, wir haben mal viel Zeit hier. Also wir haben beschlossen, ein bisschen Form zu bringen. Sport? Ein bisschen Sport zu machen. Sport also? Dann lass mal schauen, wie stark ihr seid. Wovon redet ihr? Geht zum Gitter, stellt euch mit dem Rücken und steckt die Hände hindurch. Beeilt euch. Wie bitte? Also Blogger, ich gebe euch jetzt ein Stück Seife. Ihr müsst sie durch euch selbst in die Zelle reinwerfen. Jeder hat 5 Versuche. Wer sie am weitesten wirft, bekommt einen Preis. Du, zum Beispiel einen Anruf an die Familie. Los geht's. Ja, tja, ich fang an. 1, 2. Komm schon. Oh, gut gemacht. Jetzt ich. Daneben. Minus. Warum denn? 1-0. Los, weiter, schneller. Oh, Champion. Und jetzt du. Also, ein Foul. Minus 1. Was soll das bedeuten? Jetzt versuche ich, die Toilette zu treffen. Auf geht's, Scharfschütze. Daneben, okay. Aber gut gemacht. Dankeschön. Und du kommst nicht weiter, Mann. Ich kann nicht gut mit Seife umgehen. Noch einmal, los geht's. Los geht's. Schau mal, wie ich geworfen habe. Direkt auf die Wand. Wahnsinn, ich kann dich nicht übertreffen. Oh, das hast du gut gemacht. Noch ein Versuch für dich. Auf geht's, beeil dich. Und noch
abmelden! Ich bin ein Champion in diesem Sport! Okay, die Challenge ist vorbei! Du kannst einrufen, wann immer du willst. Sag es mir einfach. Alles klar. Ruht euch aus! Wir brauchen diesen Anruf nicht. Wir haben doch ein Handy. Wir sollen die Jungs schnell anrufen. Komm! Hallo Leute, wir haben genau das gemacht, was ihr uns vorgeschrieben habt. Wir haben den Tunnel gefunden, aber da gibt es ein Metallgitter. Wir brauchen den ganzen Weg, um da durchzukommen. Es gibt keinen anderen Weg nach draußen. Der stimmt, komm schon, wir beeilen euch. Buonasera, Signore! Was? Wen wollen Sie denn sehen? Wir sind aus Italien gekommen, um ein Paket für unsere alten Freunde Sergio und Vlad zu bringen. Ah, für die Blogger, oder? Si, Signore, si! Es kommen eine Menge Pakete zu diesem Blogger, Mann. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben Ihnen ein paar leckere Würstchensticks mitgebracht. Unsere Freunde sollen nicht hungrig bleiben. Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Natürlich kommen wir uns bekannt vor. Wir sind aus der italienischen Mafia. Wir sind eine sehr berühmte Bande. Mein Cousin sagt die Wahrheit. Prego, gib ihm die Wurst. Na gut, gib mir eure Wurst her. Hier, bitte und für Vlad. Ciao. Ciao. 743, 744, 745. Unser Gessen, der absolute Weltrekord für Kniebeugen. Alte Gefangene, was steht ihr so rum? Papier, runter vom Tisch. Ein paar italienische Gangster haben euch besucht. Sie sagten, dass sie ihre Freunde sind. Sie haben euch ein paar Würste mitgegeben, was ihr in den Appetit habt. Hier, bitte. Oh, wow, gute Freunde haben wir doch. Welche Gangster? Welches Würstchen? Was verstehst du nicht? Die Jungs scheinen es etwas gegeben zu haben. Pack's aus. Ah, genau. Oh, heiliger Gott, vielleicht sind es wirklich ein paar Mafiosen, unsere Freunde. Wollen die uns etwa füttern? Was ist das für eine Wurst? Mal sehen, was drin ist. Großartig, das ist genau das, was wir brauchen. Zeit aus, diese Gefängnis zu verschwänzen, geh jetzt oder nie. Warum so kurz? Lass uns gehen. Warte, warte, wir müssen unsere Spuren verwischen, sonst kommt ihr und wir sind weg. Lass den Decken so aussehen, als ob da jemand liegen würde. Ja, gut. Okay. Das ist es. Ich hoffe, wir werden es schaffen. Nur noch ein bisschen mehr und wir sind hier raus. Wir werden wohl noch lange sägen müssen, aber es lohnt sich. A few moments later. Nur noch ein bisschen und wir sind fertig. Das ist es. Wir können durch. Wir sind fast frei. Schneller, schneller, schneller! Was soll das heißen? Geschlossen? Wie kommt das? Weiter kommen wir nicht durch. Wir müssen die Jungs sofort anrufen. Sie sollen uns den Schluss geben. Oh Mann, Telefon ist tot. So ein Mist. Was sollen wir tun jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Lass uns zurück in die Zelle gehen, bevor der Wärter uns sieht. Los, komm. Und wir haben nur die Möglichkeit, den Wärter zu bitten, einen Anruf zu machen. Ja, das kannst du. Lass ihn rufen. Genosse Werte, wir brauchen einen Anruf! Was soll die ganze Aufregung, Mann? Ich will einen Anruf tätigen, den ich gewonnen habe. Darf ich? Ja klar, ich halte mein Wort. Aber denk daran, ich werde hier sein und darauf achten, dass nichts passiert. Hier, bitte sehr. Okay. Hallo? Hallo, Baby? Ich habe dich so sehr vermisst. Und wie lange ist es jetzt, dass wir uns nicht gesehen haben? Ich will dich wirklich sehen. Das war's. Vielen Dank, Chef. Der Anruf war sehr, sehr wichtig. Jederzeit. Könntet ihr euch nicht bescheiden ansehen? Vlad, du hast doch selber angeredet. Am Telefon hast du gesagt, Baby, küss, küss. Sag danke, dass wir überhaupt gekommen sind. Was ist euer Problem? Warum meldet ihr euch nicht, Mann? Wir haben alles gegeben, was ihr braucht. Da ist eine geschlossene Tür. Bitte bringt uns ein paar Werkzeuge, um sie öffnen zu können. Ja, komisch. Es gab keine Türen in dem Plan. Bist du sicher, dass du in die richtige Richtung gehst? Nein, Mann, wir haben vier Ausgänge aus der Zelle. Also wir brauchen eure Hilfe und wir sind für immer hier. Ihr seid doch unsere letzte Hoffnung. Lasst euch etwas einfallen. Also gut, ich glaube, ich habe eine Idee. Ihr müsst die Toilette verstopfen, okay? Was? Warum? Das wirst du später schon erfahren. Wir treffen uns morgen, Nachmittag. Verstanden. Das war's, Justin. Lasst uns gehen, los. Lasst uns gehen. Was für Essen gibt's denn hier? Geht, ich mag diesen Brei auch nicht. Können wir nicht einfach zu unserem Plan rübergehen und die Toilette verstopfen? Ja, los, richtig. Da gehört der Brei hin. Das reicht nicht. Hol noch mehr. Bitte. Komm, geh, auf geht's. Komm, Zweifel. Jetzt, jetzt. Es wird gleich verstopft sein. Oh, auch hier rein. Erledigt. Sollen wir rufen? Ja. Chef, 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 die Toilette ist verstopft. Ja, ja, nehmt ihr Pakete mit Essen, Döner, Wurst. Da seid ihr satt, hä? Ja. Ja, ja, alles klar. Ich muss eine Anfrage an die Klempner stellen. Das ist es, was wir brauchen. Unser Plan hat funktioniert. Das hoffe ich.
Komisch, wo ist der Wärter? Wen wollt ihr denn sehen? Wir sind wegen der kaputten Rohre und der nicht funktionierenden Waschbecken hier. Wir haben eine Anfrage. Es gibt irgendwo in den Kellern eine Verstopfung, die repariert werden muss. Wenn es richtig wird, wird alles hier überflutet. Das Gefängnis unter Wasser stehen. Wollen Sie das? Oh nein, nicht während meiner Schicht nur. In Ordnung, kommt rein. Was habt ihr denn in den Kisten? Also, eigentlich gar nichts. Da sind nur Werkzeuge drin. Sie können es überprüfen. Und wozu brauchen Sie Messrechen? Wie, warum? Damit wir was zerbrechen können. Damit wir einen Ausbruch machen können. Um zu flüchten? Nein, ich mache nur Witze. Ja, ich auch. In Ordnung. Wir auch. Ja, ich bin gleich bei euch wieder. Sieht aus, als wären wir da. Also laut dem Diagramm für dieses Ruhr direkt zu der Zelle der Jungs. Versuch es zu lösen. Es funktioniert nicht, Mann. Es geht einfach nicht zu fest. Es funktioniert nicht. Also müssen wir den Hammer benutzen. Ja, aber ganz leise. Wo sind die Jungs? Vielleicht ist das Schiff gelaufen. Vielleicht wurden sie erwischt. Entspann dich, Vlad. Ich bin sicher, sie werden bald hier sein. Was? Das Geräusch kommt aus der Toilette. Leise, leise, leise. Bist du verrückt? Ich hab doch einen Dietrich. Ich hoffe wirklich, die Jungs wissen, wie man das Ding benutzt. Gib her. Es möchte nicht rein. Was zum Teufel ist das? Womit werden sie gefüttert? Oh, es kommt durch. Kamikov, beeil dich, los. Schau, da ist etwas. Leute, vielen Dank. Toll, da sind die Dietriche. Okay, komm schon. Da ist ein Schlüssel drin. Herstell. Sergej, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Ziegelmauer! Mann, wir bleiben noch fürs 29 Tage hier drin. Da draußen ist jemand. Kabikov, bist du da? Ja, wir sind es. Leute, hier ist eine Ziegelmauer. Okay, Leute, alle ganz cool bleiben. Wir werden versuchen, euch jetzt zu befreien, okay? Leute, beeilt euch, wir haben noch nicht viel Zeit. Wir müssen die Jungs retten. Mehr. Schlag, schlag, schlag drauf! Los, los, schlag schnell drauf! Los, Kabikov! Siehst du die Jungs? Hey, hallo. Jungs, hier sind wir! Hey, Jungs, los, geht weg von komm der Mauer! Komm schon, beeil dich! Kabikov, mach schneller, wir haben nur wenig Zeit, los! Stell dir vor, dass die Wand gesunde Ernährung ist! Los, dann schlag sie mal schnell! Ich verstehe, wo sind sie denn? Wo sind die denn hin? Aha. Bis jetzt ist noch niemand von mir weggelaufen. Leute! Oh mein Gott, Jungs! Es hat geklappt. Wir sind raus. Seid frei, Jungs! Ja. Los geht's! Schnell raus hier! Was? Warum hast du die Tür nicht offen gelassen? Sie ist jetzt so gefallen. Was sollen wir machen? Oh Leute, da ist ein Feuerlöscher. Und was? Wir können das Schloss anführen und dann die Tür aufbrechen. 1, 2, 3! Los geht's! Geh! Leute, vielen Dank, dass du uns geholfen hast zu entkommen. Gern geschehen. Wir könnten keine 30 Tage ohne Videos da durchhalten. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gut gefallen. Mein Name ist Vlad Afir, Sergej Kabikov. Gelernt, auf Wiedersehen zusammen. Gelernt, Kabikov, gelernt, Blatt Papierchen. Gelernt, Kabikov, gelernt, Blatt Papierchen. Ich sitze in meiner Labor und nicht in deiner Kirche.